Die Hauptakteure der nächsten Nummer werden an der Leine zum Auftritt geführt. Und die sympathische Tierlehrerin, die gerade mithüpft, ist die deutsche Rosi Hochegger. Sie hat schon als Kind ihren Eltern beim Dressieren von Hunden und Pferden mitgeholfen. Mit anderen Worten, sie ist in einer Artistenfamilie mit Tieren zusammen aufgewachsen. Das wirkt sich aus bis zum heutigen Tag. Hier können wir sie erleben mit einer sehr temperamentvollen Hundenummer. Die Rosi Hochegger mit ihren verspülten Hunden. Eine Nummer, die das Publikum zum Lachen bringt, wie kaum eine andere. Die Hundedressur von der Rosi Hochegger. Das Publikum ist begeistert. Rolf Knie, sogar die Fürstin Jacqueline, hat sich sichtlich amüsiert. Wie kommt so eine Nummer in Fachkreis an? Wird die ernst genommen oder empfindet man die einfach als herzig? Nein, ich glaube, ganz wichtig, was man hier sieht, die Spielfreude der Tiere ist etwas vom Wichtigsten. Das ist aber auch bei den Menschen so. Und dann kommt es auch lieber ein schwerer Trick weniger, dafür Spielfreude der Tiere.